So, liebe Leute, welcome back zu den FIFA-Prognosen zur Bundesliga-Saison. Ich habe mir heute mal ausnahmsweise jemanden eingeladen. Der gute Enjoy, grüß dich. Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, man hört dich ganz gut. Ich habe, glaube ich, in letzter Zeit den Sound immer relativ laut bei meinen Games. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, ich werde schwerhörig in meinem Alter. mittlerweile. Das ist möglich. Ich bin ja jetzt schon 305 Jahre alt. Da ist das nicht mehr so easy alles mit dem Game. ja, du machst selber auch Videos, wollte ich ganz kurz, liebe Leute, eingeladen habe ich dir Enjoy, weil es hat sich so ergeben, ich habe wieder mal auf Facebook aufgerufen, hey Leute, meldet euch, wir machen Bundesliga-Prognosen, mal auf einen Stand und dann war der Enjoy da. Dann ich gesagt, hier Alter, komm mal rein, dann kann ich gleich mal mit dir auf Skype ein bisschen schnacken währenddessen und dann können wir uns ein bisschen über FIFA 15 unterhalten, was jetzt ansteht und eben die Bundesliga, Champions League, was wir die Woche so gesehen haben. Ne? Ja, genau. So ist das, genau, jetzt habe ich wieder viel gequatscht. du bist Bayern-Fan, gell? Natürlich, weil nichts anderes. ist natürlich gut für mich. Aber du musst mit Dortmund spielen, das geht ja auch. Also ich glaube, auch als Bayern-Fan hat man gegenüber Dortmund, also mir persönlich geht so allerhöchsten Respekt. Natürlich, die haben super Saisons die letzten paar Jahre gespielt und auch in der Champions League richtig gut dabei. Also Dortmund finde ich richtig klasse Mannschaft. Man hat es auch wieder gesehen gegen Arsenal. Ah, das ist richtig, genau, Champions League. Müssen wir dazu sagen, dieses Bayern-Spiel wissen wir jetzt noch nicht am Mittwoch, wie das ausgegangen ist und auch nicht Schalke, aber man kann so viel sagen, Dortmund haben wir gesehen. Ja. Aber das war schon eine Hausnummer, ne, wie sie gespielt haben. Na, überragend, finde ich, überragend. Echt klasse gespielt, ja. So wie man es halt kennt von ihnen auch. International wie in der Bundesliga, immer top, hohem Niveau. Gefällt mir richtig gut. Ja, gefällt mir auch gut, muss man ganz klar sagen. Also auch wenn sie die vielen Verletzungen haben, ist ja auch wieder so ein Thema dieses Jahr. Verletzungen in der Bundesliga sind richtig krass. Ja. Nicht nur bei, den Bayern und bei Dortmund, ja, genau. Sondern auch bei anderen Mannschaften wie Schalke, die haben wirklich echt zu kämpfen. Mhm. Fragt man sich auch teilweise, wenn man das so hört, oh, ja, gibt es überhaupt noch richtig fitte Spieler, die mal ein Jahr durchspielen können, ne? Also bei vielen Top-Spielern sieht man das mittlerweile, dass sie während der Saison einfach längere Zeit Ausfälle haben. Also ja, das kommt häufiger vor, klar. Müsste mal vielleicht mal eine Statistik aufgerufen werden, ob das mehr geworden ist mittlerweile durch diese Athletik vielleicht, die ausgerufen worden ist. Oder wie ist euer Gefühl? Also auch mal so eine Frage vielleicht an die Zuschauer, ob ihr es ähnlich seht. Das ist, ach, ich sehe gar nicht, wo die aufhört da. Also genau beim Schatten hört es. Genau beim Schatten, genau, ja. ja, wie das, ob die auch so das Gefühl haben, dass es immer mehr wird. Also ich habe das Gefühl, dass Spieler wie der Lahm, die dann wirklich mal eine Saison durchspielen, das wird immer seltener. Ja, gerade bei den wirklich Top-Spielern, ne? Die ganz man sieht es jetzt auch wieder bei Badstube, er war, wie lange war er verletzt? Eineinhalb Jahre oder was? Zweieinhalb Jahre, jetzt ist er schon wieder verletzt. Wieder wochenlang verletzt. Wieder bis Dezember, mindestens dann natürlich wieder Regeneration, dann wieder Aufbautraining. Das heißt, er spielt die Hinrunde nicht mehr und in der Rückrunde nicht gleich. Ja, richtig. Das ist ziemlich schwer auch für so einen Profi. Auf dem Kopf her. Das ist, glaube ich, auch sowas. Ich habe ja auch auf Facebook gesagt, ich habe so ein bisschen Angst, oder irgendwas auf dem Facebook, nee, es war sogar ein Video, glaube ich, letzte Woche, beim dritten Spieltag, bezüglich Deisler-Syndrom, da wurde sogar gefragt in den Kommentaren, was ist denn das Deisler-Syndrom, das ist halt ein, ja schon ein bisschen länger her mittlerweile, es war ein Spieler, der als einer der größten deutschen Talente rauskam, hat dann bei Berlin gespielt und da war auch damals großes Trara, als er dann zu Bayern gewechselt ist. Und dann, ja, viele Verletzungen, also ich spiele einen Scheiß zusammen da heute, viele Verletzungen und dann natürlich auch so ein bisschen mentale Schwäche, muss man vielleicht sagen, hatte so eine Burnout-Phase und dann ging gar nichts mehr. Ne? Und, ja, das, ja. Und wenn dann alles zusammenkommt, dann kommst du vom Kopf her, kommst gar nicht mehr hinterher. Ja, 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 das kennen auch viele Schüler mittlerweile. Ich habe früher, also bei uns damals ein Abi gab es welche, ich muss ja dazu sagen, ich habe mein Abi ja nachgeholt, ich habe mein Abi ja nicht gleich auch schon gemacht, also ich war dann schon etwas älter auf dem zweiten Bildungsweg nach der Ausbildung, das Abi erst und da waren schon viele Leute dann bei den Abi-Prüfungen, da wurde auch fleißig gekokst und so, weil alle komplett fertig waren, ne? Mhm, klar. Kein Scherz, ohne Mist, also das ist jetzt, passt ja gerade gut, jetzt fängt die Schule wieder an, ja. Glaube ich bei vielen ist ja wieder jetzt die Ferien vorbei. Passt auf, liebe Kinder. Passt auf, liebe Kinder, macht kein Abi, das verleitet euch, um Drogen zu nehmen. Nee, aber da sieht man ja dieser Stress, der auch schon in den Schulen mittlerweile ist, ne? Wenn du. Ja, was den Kindern um die Ohren gehauen wird mittlerweile, ist nicht mehr normal. Und was sie alles machen sollen und da noch und hier noch und schieß mich tun, wird ja gar keine Zeit mehr Kind zu sein oder Jugendlicher, ich meine. Aber. Ja. Und zum Teil bis 6 Uhr abends Schule und was weiß ich. Ja, die sollen ja schon mit 18 wissen, was sie mal werden wollen. Ja. Mit 18 sollst du schon wissen, wie dein Leben aussieht die nächsten 500 Jahre. Finde ich total absurd, aber ist, glaube ich, ein anderes Thema. Können wir nochmal anderweitig aufgreifen.
genau. Wir waren eigentlich bei der Champions League. Ja, von der Champions League kommen wir zu Drogen im Abi, in der Abi-Prüfung. Also es ist mal wieder Sodom und Gomorra hier. Naja. Nee, also es ist einfach so, es ist schwierig, gerade mit diesen Verletzungen, das zu kompensieren bei den Clubs. Clubs mit einem großen Kader kriegen das hin und er kriegt ihn nicht rein. Ich werde nicht mehr, Alter. So, jetzt mache ich auch mal ein Tor. Ja, aber Leverkusen hat mich ein bisschen enttäuscht. Die haben ganz anders, ich habe schon gesagt auf Facebook, das ist irgendwie das Two-Face der Bundesliga. Oh. War das ich? Passiert? War das ich? Ja, du warst das. Ach, scheiße. Ah, das ist unfair. Ich war genau im Schuss. Oh, no. Hey, das geht doch gleich. Wenn du im Ballbesitz bist, dass ich Pause machen kann. Oder? Ich weiß nicht, warum das Ding... Na, FIFA 14 ist einfach ausgelutscht. Naja, es war aber... Man hat es ja ein Jahr gespielt. Ja. Oh. Man hat es ja ein Jahr gespielt und ich freue mich einfach auf das kommende Jahr. Mal schauen. So ein bisschen beim Gameplay habe ich das Gefühl bei FIFA 15, dass es ein bisschen arcade-lastiger ist. Es ist nicht mehr ganz... Also ich bin noch nicht so drin. Ich bin auch kein Fan davon, Demo-Versionen bis zum Vergasen zu zocken. Ja, ich auch nicht. Ich habe es ja erst einmal gespielt. Ein Spiel habe ich gemacht, da das Liverpool gegen Manchester City. Ist es ja, ich glaube, das Saisonfinale von der englischen Liga letztes Jahr ist es, glaube ich, ne? Ja, das ist das letzte Spiel, glaube ich. Ja. Und wer da gewinnt, wird Meister irgendwie. Ja. Und da habe ich ein Spiel gemacht bisher, da kann ich viel dazu sagen jetzt im Moment noch. Deswegen, also ich habe jetzt ein paar Spiele gemacht und ja, man wird sich wieder daran gewöhnen. Es wird wieder anders sein, klar. Mich ärgert das auch, mich hat ein bisschen, für mich war es ein bisschen störend, dass es eben nicht die, wie sagt man so schön, diese Kameraperspektive hat, die ich hier benutze bei FIFA 14. Ich habe es immer so von oben ganz gerne, dass ich den ganzen Platz einsehen kann, diese schräg. Ich sehe auch viele, die dann wirklich so schräg spielen können oder das so machen. Ich habe mir das irgendwie angewöhnt irgendwann mal. Das ist wie beim Autorennspiel. Manche können von hinten fahren oder fahren gerne von hinten, habe ich früher auch immer gemacht, bis ich da mal wirklich lange Zeit jetzt aktuell auch GT6 gedattelt hatte. Und da habe ich irgendwann bin umgestiegen auf Asphaltansicht, ja. Und also Kühlerhaube, und seitdem kann ich nur noch so fahren. Also ja. Zumindest schnelle Zeiten. Ne? Ich sag gewöhnungsbedürftig dann. Ja, genau, das ist ganz unterschiedlich. Ja. Jetzt habe ich es einmal hingekriegt. Ja, die Kamera bei FIFA 15, die zoomt immer so hin und her, finde ich, oder? Das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler, ja? Das ist ein Fehler. Oh, oh nein, ey. Choupo-Moting? Naja, er ist ja nicht mehr da, ne? Naja, der ist nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Ich will aber jetzt gar nicht auf dem Steg rein, wohin er ist. Nur wieder was Schönes zur Information für die Kommentare. Richtig, ja, da, richtig. Dann können wir jetzt kurz vor Schluss, ich würde mal sagen, eine Woche vor FIFA 15 macht man sich jetzt nicht mal den Riss und zieht die ganzen Kader dementsprechend. Wenn man jetzt FIFA 14 noch ein bisschen länger zockt, dann vielleicht, aber... Ja, aber für so eine Prognose reicht es doch aus. Mir reicht das auch für eine Prognose. Geht es eigentlich mehr darum, so ein bisschen einzuschätzen. Ja, machen wir mal eine Einschätzung. Wir sind ja schon in der zweiten Halbzeit für die Partie hier. Kommen wir erstmal dazu überhaupt. Nämlich Mainz. Siehst du da Möglichkeiten für die Mainzer? Eher nicht. Nee. Ich auch nicht. Also, nee. So kann man schon mal abkürzen. ich denke auch, das wird eine sichere Sache für Dortmund. Auch ja. Auswärts. Obwohl Mainz eigentlich ein Wie sagt man? Unangenehmer Gegner, genau. Und Angstgegner wollte ich jetzt nicht sagen. Das ist, glaube ich, Hoffenheim für die Dortmunder. Na, tu den Ball weg! Ich krieg ihn nicht vorbei gedrückt. Ja, wie gesagt, Dortmund ist gerade schon richtig gut drauf in diese Saison gekommen und auch in der Champions League gut drauf gewesen. Jetzt, ich denke mal, da hat Mainz keine Chance. Ich tippe mal auf ein 3-0 für Dortmund. Ja, auch auswärts, ja, denke ich auch. Ja. Das werden sie schön machen. Dass der Immobile getroffen hat, das hat mich ja gefreut. Ja, ich glaube, sein erstes Tor, gell? Ja, ich hab da so, bin da so ein bisschen Immobile-Kritiker. Ja. Das ist Kritiker, ich weiß es aber noch gar nicht einzuschätzen. Ne? Also, viele sagen, ja, gib ihm Zeit. Er braucht Zeit, der Klopp ja auch. Ist ja auch alles in Ordnung. Also, weil der Lewandowski kam ja auch nicht damals von Polen oder so. Woher kam der? Ich glaube, Tschech-Polen oder so. Das weiß ich gar nicht genau. Der Verein heißt aus Polen. Egal, auf jeden Fall... Und war auch nicht gleich der Megastar, der musste sich ja noch hinter Barrios dann erstmal einfügen. Ja. Fehler gerettet. Na komm, ein Ausgleich, den schaff ich ja. Aber du hast noch nicht mal einen Schuss aufs Tor gehabt. Du willst einen Ausgleich machen. Das ist noch nicht mal eine Chance. Oh! Jetzt pass auf! Ah Mann!
War ein bisschen zu weit. Mhm. Du selber auf deinem Kanal machst aber kein FIFA, oder? Ich mache ein paar Prognosen ab und zu. Ich bin ein Bayern-Fan und mache immer mal wieder so eine Bayern-Prognose. Okay. Und ja, derzeit läuft ein Fußball-Manager-Let's Play mit Unterhaching. Ah, Unterhaching ist natürlich auch ein Kultverein. Und versuch da mal ein bisschen für Aufruhr zu sorgen. Ja, bist du schon in dem Let's Play? Erste Saison noch, oder? Erste Saison, ich habe erst angefangen. Ja, jetzt sind, glaube ich, erst 6-7 Folgen draußen. Ah, klasse. Und, ja. Also perfekte Zeitraum, um einzusteigen! Oh, als Zuschauer auch. Ja. Also schaut mal vorbei. Link zum Kanal ist in der Videobeschreibung. Wenn ich es nicht wieder vergesse, aber ich vergesse es nicht. Nee, scheiße. Ist ja auch nicht schlimm. Ich denk dran. Ja, und nebenher mache ich gerade so ein kleines Outlast-Let's Play. Outlast, ja? Mhm. Ich tue mir momentan echt schwer, Spiele zu finden, allgemein Spiele, die mich so ein bisschen flashen. Weiß gar nicht, woran das liegt. Also, wenn ich mir auch mal die Tests der Computerspiele dieses Jahr anschaue, das ist ja alles vernichtend. Also, es ist wirklich fast nahezu kein Game rausgekommen, wo man sagen würde, wow. Ja, das ist richtig. Das ist denn das für ein Jahr eigentlich, ne? Das ist richtig, ja. Fällt jetzt auch nicht, also jetzt mal neben den großen AAA-Titeln, die rausgekommen ist, die müssen wir jetzt wirklich mal ein bisschen aus und vor lassen. War jetzt nichts extrem Großes dabei jetzt, ne, wo ich sagen würde. Gut, das Jahr ist jetzt auch schon bald wieder rum. Muss echt überlegen. Selbst Watch Dogs würde ich jetzt mittlerweile keine 90 geben, so als Wertung, ne? Ja, ich habe selber gar nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich hab's da gespielt, sogar durchgespielt, aber ja. Es hat mich dann nicht geflasht, dann weiter dran zu bleiben. Also das war dann für mich dann okay. Hast jetzt viel gesehen, weil es auch einfach. Ach, für mich war es dann letztendlich einfach überladen, ne? Mhm. Ach, nebenbei, ganz kurz, mein erster Torschuss gerade. Ja, stimmt, weiter. Mit dem Kopf. Nee, das war ja, hier... Auch bei Steam, ich weiß nicht, da gibt es so viele Early Access-Spiele. Ja, nur noch... Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich, ja, das flasht mich überhaupt nicht. Ja, das ist irgendwie so eine Phase. Ich glaube, das sind alles noch so Minecraft-Nachwehen, die jetzt rauskommen. Die Sachen wurden dann angefangen mit Minecraft zu produzieren. Na gut, okay, also, Mainz, Dortmund, meine lieben Leute, 1-0, die Prognose im Gameplay, aber wie wir beide sagen, ja, dass Dortmund gewinnt. Ich würde auch tippen. Ein souveränes 3-0 auswärts für die Dortmunder, so viel wäre es dann im vierten Spieltag, ja, dann würden sich schon langsam wieder die üblichen Verdächtigen an der Tabellenspitze treffen, ne? Ja, hoffentlich die Münchner auf dem ersten Platz. Ja, das wird ja schwierig, Leverkusen müsste dann auch noch ein bisschen patzen und Hannover auch, aber... Gucken wir mal. Läuft ja, wie gesagt, ganz gut bisher für alle Beteiligten, klar. Bis dann und ciao, ciao. Ciao.